Wenn sie da sind, verhalte ich mich so, wie ich es gelernt habe. Halte dich raus, ecke nicht an, lass dich zu keiner Meinung verleiten. Und wenn du eine hast, behalte sie für dich. Und alles, was du wissen musst, ist, wer hat die Macht? An denen muss man sich halten. Aber wer hat die Macht? Frische Wunden im alten Gemäuer. Die Namenlose geht manchmal an der Baustelle vorbei, hört das Hämmern und Schlagen, die groben Flüche der Bauarbeiter, sieht die Archäologen und die SS-Männer über Papiere gebeugt und all das schmerzt sie, als ob ihr die Wunden geschlagen würden. Die Stadt steht am Fenster, sieht den Marsch der Elenden, will nichts sehen, nichts hören, nichts sagen, freut sich auf den kleinen Vorteil. Wenn diese da weg sind, sind sie die Gewinner. Und endlich Ruhe. Sie wacht auf am Morgen des 9. November 1938. Vielen Dank. Der UNESCO Bauhaus Hall of Fame. Im Rahmen des UNESCO Kulturerbes Bauhaus sollen Persönlichkeiten einer Bauhaus Hall of Fame geehrt werden. Naja, so ist das. Das Video von seinem Bruder. Aber die Fassade hielt. Deine Frau zu dir. Stopp, stopp, stopp. Wissen Sie, was er dann gemacht hat? Seine Fassade eingerissen. Seine Bauhausfassaden. Naja, sie hatten dann dieses Lächeln. Das sind geniale Fassaden. Wie kam dann L trotzdem mit dem Bauhaus in Berührung? WBS 70, sagt man? Kommen wir nicht aus der DDR, was? Wer war das? Die ist von der Ruhr. Haben Sie hier studiert oder nicht? Hannes Meyer. Die Wand wurde ganz weich und konnte diese Formen verwandeln. Die Wand gehorchte dir. Wir sind uns also einig? Ich komme aus Wörlitz, nahe der Stadt Dessau. Sagt es euch etwas? Was soll es mir sagen? Ich bin, das gestehe ich, sehr frei. Mir selbst genug. Sieh an, ein Hagestolz. Ihr hattet von Flur gesprochen. Gestattet Flur? Ich sehe ein zugegeben hübsches, aber doch überschaubares Areal. Nicht zu vergleichen mit dem meinen. Wie könnt ihr euch anmaßen? Das Dessau-Wörlitzer Gartenreich ist unvergleichlich größer als dieses Puppenheim hier. Doch ich verhehle nicht, dass er mir, nun ja, schon gefällt, ihr Moosgauer Park. Puppenheim? Das ist aber doch zu arg. Warum denn so wenig? Zuerst hörte sie nur ein Knistern über sich, das nach und nach zu einem Brodeln anwuchs. Selbst in der Grotte bemerkte man nun das rötlich-gelbe Flackern, das sich von der Spitze des Vulkans den Felsen hinunter ausbreitete. Die Muschel schloss ihre Schalen und wartete. Es ist